Hallo und willkommen zurück zu Mr. Prepper. Wir machen weiter hier mit Tag 55 und uns ist der Strom wieder abgeschaltet worden. Da müssen wir uns jetzt direkt darum kümmern, dass wir einen neuen Generator bauen. Und erstmal müssen wir aber irgendwo Strom sparen, damit unser Essen jetzt im Kühlschrank nicht kaputt geht. Also was machen wir am besten aus? Den Ofen... Ne, weiß ich gar nicht. Wir sollen mal gucken. Ja, okay. So. Ausschalten. Wir können wahrscheinlich die Dinger ausschalten. Das können wir auch ausschalten. Dann machen wir das. Okay, wir laufen jetzt hier einfach mal rüber. So, das hat anscheinend nicht gereicht. Dann können wir das ausschalten. Laufen wir aber auf dem Weg darüber, machen wir da noch was anderes aus. Oh Gott. Okay, das hat anscheinend gereicht. Nee. Wird immer noch. Immer noch angezeigt, dass die keinen Strom hätten. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich meine, das Licht ist ja an. Die Teile sind aus. Was ist denn jetzt mit denen da? Wieso wird mir hier angezeigt, dass das aus. Yes. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie überhaupt diese Stromanzeichen hier zu interpretieren sind. Ich meine, hier steht ja jetzt, dass der Verbrauch... das sollte so passen. Das ist bloß halt ein Delay gewesen. Hier kann man ja sehen, wie viel Strom wir generieren und wie viel wir verbrauchen. Also eigentlich sollten wir hier noch gut dabei sein. Das heißt, hier können wir einschalten, damit wir die zumindest da weiter anbauen können. Ja, okay, wunderbar. Und das hier auch noch. Da können wir ernten. Und dann müssen wir wahrscheinlich als nächstes, genau, Wasser holen. Nehmen wir einfach hier mal mit und dann bewässern. Ich nehme an, dass das nicht geht. Genau. Dann nehmen wir einfach hier irgendwas mit. Schnell pflanzen. Und bewässern. Und bewässern. Und bewässern. Bewässern. Und das auch noch. Und dann hätten wir hier alles. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Generator, damit wir hier wieder ein paar Sachen anschalten können. Dann, wo haben wir den Generator? Was brauchen wir dafür? Müsste eigentlich doch hier drin sein, oder? Dampfgenerator. Ja, brauchen wir nur Metall für. Naja, dann bauen wir das mal. Aber wir sollten vielleicht auch was essen. Ja. Moment. Und unser Schlaf ist jetzt auch... Unsere Ausdauer ist auch super niedrig aus irgendeinem Grund. Aber naja. Oh, das ist fast am Ende. Wir haben hier noch Wasser mit dabei. Wir machen erstmal das da drauf. Damit sollte das ein bisschen an Zeit gewinnen. Und dann nehmen wir aufteilen. Nehmen wir 5 davon. Einschalten. Ja, kochen. Rübensuppe. Ah. So. Essen. Okay. Öffnen. Dann nehmen wir
Naja, eigentlich müssen wir die alle versuppen, damit wir die, damit die hier nicht draufgehen. Das hält nämlich nicht mehr lang. Naja. Rübensuppe! Was anderes können wir mit den Rüben auch nicht anstellen, außer diese Rübensuppe dann wieder einzutüten in hier Rübensuppendose. Da haben wir aber so. Ne, da gibt's auch nichts. Kaktus. Zucker. Jetzt können wir einfach eingemachten Kaktus machen. Ne, das ist Marmelade. Okay. Und hier bräuchten wir Tomaten für. Gemüsesuppe. Naja. Nee, da können wir sonst nicht viel mit anstellen. Also wenn ich nicht will, dass die verderben, dann sollten wir die jetzt entsprechend verarbeiten. Ja, und noch eine. Und dann ist auch das. Das Wasser alle, dann müssen wir noch eins holen. Da können wir Zeug ernten. Das sind aber vermutlich auch wieder Rüben. Ich nehme einfach jetzt hier mal so ein Ding noch mit. Ernten. Ich glaube, ich habe das andere immer noch mit. Ja. Dann können wir hier. Ne, das sind zwei Gurken, die sind aber noch nicht fertig. Okay. Genau, haben wir wieder Rüben. Ach, die können wir wieder übereinander legen und damit sollten wir die alten etwas retten können. Naja, ah, genau, jetzt sind sie nur noch hier so gelblich. Das sollte wieder passen. Okay, wir müssen schlafen, theoretisch. Ich nehme jetzt stattdessen das hier, weil. Sparen wir ein bisschen Zeit. Und ja, damit hätten wir das jetzt erstmal erledigt. Und müssten weiter herstellen. Und dann müssten wir da ernten. Ach, der hat jetzt hier das gar nicht gespeichert, oder was? So, jetzt haben wir es jedenfalls gebaut. Ja. Moment, das brauche ich hier nochmal neu. Da setze ich nochmal neu hin. Genau dahin. Aufladen. Wapp. Und jetzt können wir hier auch den Strom wieder anmachen. Das ist an, okay. Da hatten wir nichts. Doch, da hat man wohl was. Das wollen wir auch einschalten. Das hier müssen wir ernten. Das hier muss noch fertig gebaut werden. Naja, das ist alles in Ordnung. Dann bauen wir das hier mal gerade noch zu Ende. Okay. Dann können wir. Das ist immer noch nicht fertig. Hier unten muss jetzt auf jeden Fall der Kram von hier aus rein. Und das. Und das. Ich dachte, da hätte ich. Ach, das liegt auch, glaube ich, alles im Auto.
Da sind wir zu voll, okay. Dieses Einmach... Oh, das ist fertig. Dieses Einmachzeug, das könnten wir, dieses Trockending-Zeug, das können wir hier auch eigentlich in die Etage dann packen. Ja, da haben wir aber im Moment halt keine... Ja, das müssten wir neu bauen irgendwie. Das stelle ich jetzt erstmal nur irgendwo beiseite ab. Also, hier machen wir erstmal unseren Schmelzofen rein. Ja, dann trinken wir noch mal was. So. Und dann, müssen wir das hier nehmen. Wir haben aber halt auch, ja, von den Tonnen da ein bisschen... ich stelle jetzt einfach mal da was hin, damit ich hier mehr Platz habe. Nehmen. Und da haben wir auch noch was. Und das bringen wir nach unten. Ob die dann hier langfristig stehen bleiben, weiß ich auch noch nicht. Aber da oben, das will ich auf jeden Fall frei bekommen. So. Wir können jetzt... Ich weiß halt nicht, wie man das hier überhaupt hinstellen muss. Ich glaube, das ist ziemlich egal, wo das steht. Und das Ding musste davor stehen, glaube ich. Das... Wann ich hier so ein... Ja, ich weiß es nicht, ob das da genau so stehen muss. Aufladen. Ich brauche Öl. Das hat sich anscheinend da nicht mehr. Okay. Das nehmen wir einfach mal weg. Mehr als ein so ein Fass brauchen wir eh nicht. Und das andere, das können wir auch zerstören. Jetzt haben wir hier, das ist aber noch okay. Das hier zerlege ich jetzt einfach. Und es regnet, aber da brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr drum zu kümmern. Jetzt gucken wir erstmal, was wir da überhaupt noch in der Post haben. Das war ein sehr hektischer, voller Tag. Wir hatten ein Handelsbuch hier mit bei. Fuck, ja, genau. The Negotiator 2. Wunderbar. Handeln. Wir haben... mein Geld 138. Bei dem hier müssen wir noch irgendwie weiterkommen. Ja, und das, die einzige Möglichkeit, da weiterzukommen, ist halt hier so einen Schuss zu kaufen. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, da müsste ich halt auch irgendeinen anderen Kram weiterbauen. Gourmet. Kimchi, mein marinierter Reis, Fleischeintopf, Kaktusblätter. Salzgurken. Schlangeneintopf, da bräuchte man auch Rüben für. Salzgurken. Gurke, Wasser und das war's. Ja, das könnten wir bauen. Kriegen wir 60 für. Und ich muss mal gucken, was wir da unten noch haben. So. Salz haben wir hier. Von dem Kram können wir da jetzt nichts. Die hier würde ich ja gerne loswerden, aber... Okay. Dann bauen wir einmal Salzgurken. So. Die werden wir dann verkaufen. Das bringt halt gerade ordentlich Geld.
Was haben wir hier sonst noch? Da müssten wir halt auch das noch irgendwie höher bekommen. Da ist nichts. Kaufen können wir jetzt hier auch nicht wirklich was. Und der steht eh schon auf Max. Naja. Ich müsste eigentlich hier von dem da unten irgendwas kaufen. Wir könnten Metall kaufen. Wir müssen da halt auch den Ruf noch weiter erhöhen. Aber da sehe ich jetzt auch... Stoff könnten wir auch kaufen. Ja, und halt Treibstoff. Aber das ist halt massiv Kohle, die da drauf geht. Das lasse ich mal. Okay. So, dieses Buch könnte ich wegräumen. Dafür bräuchte man eine eigene Kiste. Oder man müsste das halt in Schrott packen. Naja. Hier war auch eine Lampe, die wir wieder anmachen können. Ausschalten. Okay, wir sind also am Limit. Ne, da ist gar... Der ist doch... Wir sind aktiv. Ja, und am Limit. Also da ist wirklich nichts, was wir überflüssig hätten am Licht. Das ist schon etwas extrem. Okay. Aber noch einen Generator. Die sind halt super ineffizient. Ich vermute, dass man da stärkere Generatoren noch bauen können wird. Also so ist das halt ein bisschen doof. Ja, geh mal hoch. Da könnten wir uns erstmal noch eine zweite Kiste bauen, weil das wird gerade ein bisschen viel. Eine Kiste, wo wir einfach nur Bücher beispielsweise reinlegen, weil zerstören will ich die Bücher nicht. Ach, das war jetzt eine richtige Kiste. Okay, das war nicht so das, was ich vorhatte, aber das ist okay. Ja, da kriegen wir ordentlich Zeug. Ja, wir haben ein Ding, was hiermit schon voll ist. Ja, die Kiste war doof. Da hätte ich was Dickeres gebraucht. Ja. Jedenfalls kriegen wir schön Wasser. Zeug, okay. Der will auch keine Kiste. Naja, wir bräuchten halt Schränke. Naja, dann bauen wir das nochmal um. Nehmen wir das mit und dann bauen wir da einen Schrank stattdessen hin. Hier müssen wir... Ne, müssen wir noch nichts ernten. Die Gesundheit ist da wieder ein bisschen weg. Moment, dann nehmen wir das. Herstellen, das war natürlich jetzt verschwendete Zeit. Kiste zerlegen. So. Schrank. Holzkiste. Ja, Schrank bauen wir, herstellen. Ja, das geht da gerade ordentlich runter, aber das ist okay. Das passt hier jetzt bloß überhaupt nicht rein. Okay, dann packen wir das einfach da rein. Wo das da gerade liegt, ist auch egal. Das will ich jetzt einfach nur für die Bücher dann haben. Jetzt müssen wir nochmal eine Suppe essen und dann noch schlafen gehen. Ja, und dann müssen wir beim nächsten Tag wahrscheinlich wohl weiterschauen, dass wir noch ein bisschen umbasteln. Okay, Tag 26.
Immer noch kein Strom. Gucken wir erstmal, was wir hier beim Handeln haben. Tisch. Buch. Instant-Nudeln. Mais, Omelette. Da ist aber nichts. Da ist auch quasi... Da können wir halt hier wieder Metall kaufen, um da ein bisschen was zu erhöhen. Teppich können wir kaufen für 3 Stoff. Ist eigentlich auch unnütz. Aber ja, das ist der einzige Weg, den hochzubekommen. Ansonsten ist da nichts zu machen. Wir haben immer noch nicht so viele Elektronikteile bekommen. Supermarkt, da könnten wir Orangenmarmelade kaufen. Eine große Feldration. Na gut, mehr ist hier nicht. Die Jägerin ist auch schon gemaxt. Ja, ne, das war's. Okay. Dann gehen wir erstmal was von unserer tollen Suppe essen. Und dann... Das hier müssten wir trocknen. Das habe ich ja jetzt auch noch gar nicht hingelegt. Das hier müssen wir ernten. Da müssen wir eine Menge ernten. Und auch wieder bewässern. Dann nehmen wir hier das Wasser auch gerade mit. Der Weg ist versperrt. So. Ja, ja, nimm einfach. Bewässern. Ernten. Schnell pflanzen. Haben wir irgendwas? Ne, haben nix. Okay, ernten. Schnell pflanzen. Das geht's. Bewässern. 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 Okay. Die müssen dann wieder aufgefüllt werden bald. Ach, dieses Ding kann ich ja auch gar nicht hinstellen. Ja, ich kann es da hinstellen, aber ich darf es nicht einschalten. Ausschalten. So. Dann gehen wir die hier auf. Na, wieso habe ich denn da jetzt sogar einmal Sonnenblumenkerne als Bonus rausbekommen? Naja. Aufladen, aufladen, aufladen. Er will nicht. Haben wir kein Holz mehr? Doch. Okay. Weiß ich nicht. So, dann. Ja, könnten wir Bücher runterräumen. Das war aber jetzt auch eigentlich nicht... Ich wollte eigentlich nur Platz bekommen. Wir bringen jetzt erstmal das Ding weg. Zerlegen noch was. Die Sonnenblumen können wir verkaufen. Das kommt hier rein. Herstellen. Den Kram. Der war nur zum Auseinandernehmen da. Aber das kostet natürlich auch Zeit jedes Mal. Alles nehmen. So. Die Sonnen... Ach, Salat haben wir. Okay. Das könnten wir eventuell auch zu irgendwas verarbeiten. Und da müsste ich noch was pflanzen. Na, dann müssen wir aber gleich wieder runter. Okay. Handeln. Nehmen wir mit. So. Nehmen wir erst das mit, bevor wir da... So. Jetzt müssen wir 2 Sachen anpflanzen. Wir haben hier unten aber gar nichts mehr, was wir anpflanzen können. Dann würde ich sagen, holen wir uns Karotten. Die müssen wir bei Jenny kaufen. Karotten, ja, und Rüben und ja, ja, das passt. Und hier die können wir verkaufen. Viel geändert hat das da jetzt nicht.
So, die und Karotten haben wir keine. Aber aus denen alleine kann man nichts bauen. Also müssen wir mit den Rüben wieder hantieren. Bauen wir wieder Rübensuppen, zwei Stück. Und ich glaube, die würden drauf gehen, deshalb esse ich die jetzt so. Diese Guarana-Samen, die gehen auch langsam dem Ende zu und die Karotten, die halten noch nicht mehr lang. Okay. Hätten wir das erstmal. Ach, den Teppich muss ich auch noch auseinanderbauen. So. Okay. Haben wir. Da haben wir noch Salz, was wieder weg muss. Legen wir da rein. Nehmen wir die Bücher jetzt hier mal mit. So. Die bringe ich dann gleich nach unten. Okay. Da pflanzen wir Karotten mal hin. Naja, und die Rüben habe ich ja jetzt alle aufgefressen. Also eigentlich müssten wir da auch noch mal. Also da kommen jetzt Karotten rein und hier kommen die Rüben rein. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen gemischt. Dann legen wir die hier rein. Das hier müssen wir anscheinend bewässern. Und da ist gleich wieder was fertig. Okay. Dann bringen wir hier die Bücher weg. So. Können wir das Wasser noch wegbringen? Und das war's hier. Da ist gleich wieder Gurken fertig. Genau, hier haben wir jetzt diese Köder. Da könnten, sollten wir wohl auch ne, wir sollten wieder zu diesen Fallen laufen und davon wollte ich mir was mitnehmen. Zwei Stück, die reichen. Ich glaube, die habe ich jetzt direkt wieder mitgenommen. Aufteilen. Nehmen wir drei. So. Ja, die kann ich aber jetzt auch gar nicht trocknen. Weil diesen Apparat kann ich nicht hinstellen. Ich will aber jetzt nicht noch so ein Teil bauen. Wir gehen jetzt mal in den Wald zu unseren Bärenfallen und so weiter und gucken mal. Ja. Wald. Ich glaube, auf der ersten Ebene haben wir gar nichts stehen. Nehmen. Doch, haben wir. Aber danach ist es kaputt. Da haben wir Federn bekommen. Okay. Nehmen wir hier die paar Beeren mit. Dann gehen wir zu 4. So, und hier haben wir Bälle, Fleisch, Felle. Und dann hauen wir hier irgendeinen Kram rein. Und da ist auch nix quasi. Okay. Gehen wir wieder zurück und verkaufen diese Felle auch direkt wieder. Hier. Wobei die ja eh schon am Maximum ist. Das ist jetzt also wirklich nur Geld, was wir hier bekommen. Das bringt nicht so wahnsinnig dolle viel.
Da müssten wir Tische verkaufen. Oder blaue Töpfe bauen. Die sind fast wieder fertig. Okay. Moment. Das kommt hier rein. Wir könnten natürlich auch gucken, dass wir Bärenfallen kaufen und die dann da weiter hinlegen. Aber das bringt halt im Moment dann auch nur ein bisschen Geld. Den Aufwand will ich mir, glaube ich, nicht zusätzlich machen. Das können wir weiter da drauflegen. Davon haben wir immer noch nicht genug, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Das heißt, die esse ich wieder. Und mit denen kann ich auch nichts tun. Konnte man die verkaufen? Ja. Bevor die mir vergammeln, verkaufe ich die jetzt. Weil trocknen können wir die gerade nicht. So, wie viel Metall haben wir? 50. Das würde ja reichen, um das Auto zu reparieren. Jetzt ist es aber hier schon verhältnismäßig spät am Tag wieder. Also, naja, spät jetzt nicht so ganz spät, aber zu spät. Eigentlich würde ich ja gerne das hier neu bauen. Dass wir hier quasi die Küche haben. Ich habe natürlich hier jetzt noch einen zweiten großen Raum reingebaut, der auch Unsinn ist. Ich würde lieber einen... Wie machen wir das? Ich könnte auch hier, sagen wir mal, die Küche reinbauen und hier einfach nur Zeug anbauen. Ja, und dass wir hier quasi die... Ne, die Werkbank wollte ich, glaube ich, wieder nach oben setzen. Ja, ist alles ein bisschen blöd. Ich könnte auch erst nochmal nach unten was bauen, um da was deponieren zu können. Ja, aber ich glaube hier... Ich habe halt keine Möglichkeit, noch einen Herd zu bauen. Das ist ja noch ein bisschen ein Problem. Ich kann hier unten mein ganzes Essen, den ganzen Essenkram machen, aber ohne Herd bringt mir das alles noch nichts. Also glaube ich, ich werde das jetzt erstmal so halten und das ja noch nicht umbauen. Ich werde aber mal ein Gewächshaus bauen. Das kostet seltsamerweise noch nicht mal Metall, sondern ist alles aus Holz gebaut. Oh, das dauert aber. So, es regnet wieder. Müssen wir uns jetzt auch mal hinlegen und ein Nickerchen. Ich weiß auch nicht, wie groß das Gewächshaus ist. Nicht, dass da mehrere Sachen reinkommen. Legen wir uns mal hin. Ja, es ist natürlich jetzt schon wieder sehr spät. Oh, und hier steht, da ist schon ein rotes Lämpchen am Lampen. Da müssen wir Zeug reinfüllen. Ja, okay. Die anderen sind okay. Ernten wir. Das sind wieder die Gurkendinger. Und es regnet wieder. Moment. Gurken bedeuten, dass wir mit Salz wieder eingelegte Gurken einmal bauen können. Naja. Vielleicht sollte ich... Braucht man den Herd hier überhaupt? Vielleicht sollte ich den Herd einfach nach unten räumen, wenn das niemandem auffällt, dass ich keinen Herd habe.
Was passiert denn, wenn ich ihr Sack nehme? So. Herd. Sichere Menge 1. Also den muss man haben. Oh, shit. Kann ich den jetzt nicht... Ach, da liegt jetzt der andere Kram. Null bis zwei. Sichere Menge. Von dem muss man auch eins haben. Der war da... Nee. Ah, da. Okay. Also da habe ich null Spielraum. Den Herd kann ich nicht nach unten packen. Okay, was passiert denn, wenn wir... Ja, den könnten wir da hinbauen. Ach, das Ding hat ein eingebautes Lichtdingen drin. Aha. Puh. Okay. Macht's natürlich jetzt auch nicht einfacher. Einschalten. Ist immer noch zu viel. Naja, ich glaube, ich muss noch einen Generator bauen. Sonst kann ich nichts mehr weiter erledigen. Dann bauen wir noch einen Generator, auch wenn es nur übergangsmäßig ist. Kostet halt nochmal Metall und eigentlich habe ich halt keinen. Das brauche ich, das Metall, für was anderes. So, dann gehen wir mal nach unten. Oh, oh. Das ist auch wieder sehr eng hier. Passt aber noch. Aufladen. Einschalten. Ja, das geht. Da könnten wir jetzt was anpflanzen. Beispielsweise Tomaten. Gurken, Maissamen, Orangen können wir auch machen. Aber holen wir uns mal Tomaten. Und wir holen uns nochmal Metall, falls wir das hier irgendwo kaufen können. In irgendeiner Form. Bei dem können wir kein Metall kaufen. Hier könnte man eine Leiter bauen, das macht aber ja keinen Sinn. Nee, das ist alles ziemlich sinnlos. Okay, da kaufen wir... Das ist im Supermarkt kaufen. Im Moment kann ich das nirgendwo kaufen. Rübensamen. Ne, Tomaten. Tomaten gibt es nicht. Vielleicht hat sie die später. Das heißt, da muss ich jetzt was anderes anbauen. Ich meine, Sonnenblumen könnte man halt da reinknallen. Mais habe ich auch noch nicht gemacht. Pflanzen. Mhm. Und bewässern. So. Haben wir sonst noch was im Inventar jetzt, was überflüssig ist? Das Dingen. Das lege ich mal da rein.
So, dann gehen wir hier hin. Da legen wir den, das Salz weg. Und die Gurken, die können wir aber noch verkaufen. Glaube ich. Das Wasser lege ich jetzt einfach auch mal hier rein. Ich könnte zwar jetzt wieder nach unten laufen, aber jetzt gucke ich noch gerade, dass ich die Gurken verkaufe. Wenn das geht. Ne, geht nicht. Okay. Dann nehmen wir die Gurken mit ins Bett. Die sollten schon noch halten, das sollte passen. So, nächster Tag wieder kein Strom. Oder noch immer kein Strom. Dann gehen wir jetzt als erstes zur Post. Wir werden eventuell die Gurken verkaufen. Ne, das ist was anderes als Gurken. Ne, Salzgurken. Wieso? Hatte ich doch eben noch im Inventar. Oder habe ich die versehentlich gegessen? Nee. Wäre ich nicht so am... Nee, die habe ich unten reingelegt. Okay. Denke ich. Die habe ich nicht ins Bett genommen. Was habe ich denn dann gerade mit ins... Ich bin verwirrt. Dum, dum. Also, wir haben hier Salzgurken. Wir haben ansonsten nichts Besonderes. Wir brauchen Metall. Wir gucken mal, ob wir hier vom Schrottplatz der Metall bekommen können. Das kaufen wir. Okay. Dann haben wir immer noch 132. Wir können ich für die irgendwas bauen. Ja, das brauchen wir aber nicht. Okay, dann holen wir die Gurken. Gurkenkohlen holen wir jetzt da raus. Verkaufen, die kriegen die dann auch. Und dann gehen wir... gehen wir nochmal nach unten und erledigen das. Hey, Moment, Moment. Ich habe die Gurken vergessen. Das, so. Handeln. Das ist jetzt einfach nur für Geld. Okay. Dann. Wir könnten natürlich hier auch Zeug kaufen und das wieder auseinandernehmen für Metall. Ich lasse das aber jetzt einfach mal so. Wieso ich das Salz mitgenommen habe, weiß ich nicht mehr. Hier unten haben wir... das da rein. Das bewässern wir. Und dann müssen wir aber auch wieder neu holen. Da mal wieder Rüben. Da haben wir jetzt Mörschen. Die können wir hier schnell pflanzen. Müssen Wasser holen. Bewässern. Die sind fast wieder bereit. Wir haben kein Wasser mehr übrig. Wir haben die Möhren noch übrig. Die müssen wir... Moment. Öffnen. Die gehen da rein. Und dann... Die Rüben habe ich wahrscheinlich gar keinen Platz für, um den Kühlschrank zu stopfen. Wir müssen aber auch was essen. Ja, wir haben die Möhre. Die muss weg. Okay, dann packen wir das da rein. Und das essen wir auch einmal. Dann ist das wieder in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Wüste. Moment. Das muss noch da rein. Jetzt muss ich noch die 20 Sekunden warten, bis wir das haben. Ja, genau. Und dann geht's in die Wüste. Gucken wir nochmal gerade hier. Nö. Da war nur das Ding. Das brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
Mhm. Nehmen wir alles. Und dann geht's auf in die Wüste. Puh. Ja. Sehr viel, sehr stressig hier. Dann Autofahren. Ich habe eine Sache vergessen. In dem Auto ist zwar noch Sprit drin, aber bevor ich da jetzt losfahre, weil wir ja nicht zurückfahren können, ich sollte den Sprit von hier auch noch mitnehmen. Der Briefträger steht immer noch da. Wir nehmen hier diese 5 Einheiten oder wie viel das waren, auch noch mit. Die Möhren sind bereit. Ernten und dann packen wir da... jetzt haben wir natürlich hier... Sind wir direkt wieder mit dabei, hier diesen Kram zu erledigen. Schnellpflanzen. Und für die Möhren habe ich da wieder keinen Platz. Ja, dieses Hühnerbein, das ist halt Quark. Das nimmt halt Platz weg und man kann es nicht gescheit verarbeiten. Ja, mit den Möhren lässt sich jetzt auch nicht viel anstellen. Ich nehme einfach das raus. Ich glaube, das ist Unsinn, das wird man nicht verbrauchen können. Und wir haben jetzt, das habe ich mitgenommen, oder? Sprit, ja, 5. Also Wüste, 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 bevor es zu spät ist. So. Genau. Was? Nicht genug Treibstoff? Hatte ich keinen Treibstoff mehr? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass ich das vollgeladen hatte. Aber dann nicht gemacht habe, weil ich kein Metall hatte. Vielleicht hat wer anders sich mit meinem Treibstoff dann vergnügt. Aber das macht natürlich keinen Sinn. Okay, dann geht's jetzt leider nicht in die Wüste. Das ist aber ärgerlich. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mehr Treibstoff kaufen. Ah, doof. Dann legen wir das hier wieder rein. Okay, dann keine Wüste. Dann weiß ich aber jetzt auch nicht ganz, was der nächste Ansatzpunkt ist. Wir könnten natürlich wieder in die Mine gehen, um da ja weiteren Kram zu holen. Und wahrscheinlich ist das auch das Sinnvollste dann. Weiter Metall holen und bisschen platt machen. Elektroteile bekommen wir da keine her. Elektroteile sind halt der absolute Engpass. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Mine. In der Mine bekomme ich halt Treibstoff her. Treibstoff, Metall und halt auch anderweitig Geld. Selbst um im Wald weiterzukommen, brauche ich ja diese Elektroteile. Und Joe, oder wie der hieß, der wollte auch Elektroteile. Und um dieses Teil auszubauen, brauchten wir auch Elektroteile. Also diese Werkbank. Also ohne Elektroteile geht gar nichts. Was zu essen hatte ich mit. Ja.
Metall und Zeug zum Verkaufen. Weiter runter. Naja, ein Stück Gold, aber die sind halt nicht so wahnsinnig viel wert. Ja, 10 Elektrobauteile. Raketensilo könnte ich schon bauen. Vielleicht würde mir das weitere Sachen freischalten. Ich hätte jetzt gedacht, fürs Raketensilo brauchen wir auch Metall, aber nicht Metall, brauchen wir auch Elektrodinger, aber das brauchen wir nicht. Also wäre das vielleicht ein Punkt, um weiterzukommen und was Neues freizuschalten. Ah ja, okay. Dann machen wir das hier wieder mit bis zum Ende laufen. Kaputt, die nächsten bitte. Bisschen Schaden genommen, aber alles in Ordnung. Ist natürlich auch sehr einfach zu erhaltendes Fleisch hier. Oh, da ist irgendwo anscheinend bei mir dann zu Hause der Strom ausgegangen. Dieses Geräusch dazu hat es gerade gemacht. Ja, das war's. Da haben wir eine Kiste. Nee, oh, andersrum. Ja, ein bisschen Sprit bekommen. Gucken wir mal, ob wir hier hinten noch weiter, ja. Ja, das ist natürlich jetzt super blöd. Dann sind meine Lebensmittel zu Hause am Verderben. Kann man hier noch? Nee, das ist die letzte Ebene. So, einmal das hier nehmen. Wir müssen auch eine neue Axt dann uns sehr bald besorgen. Jetzt machen wir das hier aber noch zu Ende. Ich sehe, da unten liegt noch Gold. Mhm. Oh. Da haben wir Ledermäuse ganz gut zugesetzt, ja. Und zurück. Und da müssen wir uns mal wohl um den Strom kümmern. Und dann bauen wir den Raketensilo beim nächsten Mal. Das Silo. Und Eingang. Wenn das halt ansonsten nichts braucht. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwie weiterhilft. Also das Silo selber. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch irgendein Event getriggert wird. Dass nochmal ein zusätzlicher Ort dazukommt oder Händler oder sonst was. Ja, genau. Da ist kein Stroms mehr. Ja, das Doofe ist halt, dass man die nicht weiter aufladen kann. Das heißt, man kann die nicht auf gleichen Stand haben.
Aufladen. Der produziert da jetzt dann. Da können wir schmelzen. Dann können wir was verkaufen. Bobs Haus. Ja, Gold ist halt nichts wert. Okay. Ja, das jetzt zu kaufen ist zu teuer. Okay, also Raketensilo. Ein Raketensilo müssten wir ja wahrscheinlich... Wie soll ich denn das überhaupt bauen? Ach nee, da musste man, glaube ich, einfach nur Dinge hier reinlegen. Die haben wir ja schon. Lesen. So, 50 Steine. 20 Metall. 10 Glas. Ah, Glas brauchen wir noch. Okay. Wo war denn... Na, jetzt hat er natürlich jetzt gerade kein Glas da. 3 waren das noch, genau. Dann kaufen wir das jetzt einfach. Und dann hätten wir da auch genug von. Ernten. Am nächsten Tag haben wir ja wieder... wieder Strom, um auch dieses andere Ding verwenden zu können. Okay. Das hier muss auf jeden Fall da oben reingelegt werden. Oder wir müssen direkt das Fleisch verarbeiten, was auch okay wäre. Hier können wir im Moment nicht viel machen. Mit dem Kaktusgedöns können wir auch nichts tun. Wir hätten da was, womit wir weitere Suppen bauen können. Bräuchten wir Wasser für. Ich weiß aber auch nicht, ob wir damit irgendwas geklärt bekommen und damit Platz schaffen können. Na, Wasser habe ich jetzt wohl. Nehmen wir einfach den Kram hier raus. So. Eine Gemüsesuppe. Naja, fehlt uns jetzt eine Karotte. Dann esse ich die jetzt so. Damit haben wir aber insgesamt natürlich gar nichts gewonnen. Weil jetzt habe ich ja weiterhin das Rattenfleisch hier rumliegen. Ja. Naja, ich krieg das Zeug nicht weg. Dann müssen wir das ja auch noch essen. So. Und dann werden wir erlesen. Stein, Metall, Glas. Bauen. Ist nicht erreichbar. Baue Räume, um es zu erreichen. Ah ja, okay. Also es ist auf jeden Fall jetzt hier mehr oder weniger vorgegeben. Das heißt, wir müssten da einen Raum hinbauen. Das können wir aber einen Viererraum bauen. Dann würde das auf jeden Fall schon mal passen. Ja. Wo das dann ist, ob wir, den könnte man natürlich auch erweitern, aber so, da müssen wir jetzt nicht direkt hingehen. Aber das müsste auf jeden Fall dann gemacht werden. Genau. Und dann... Was haben wir jetzt hier?
Baue ein Raketensilo. Na, im Moment haben wir noch Zeit. Also diesen ersten Raum, den könnten wir vielleicht noch so halb ausheben. Das hier ist fertig. Hilft uns jetzt aber wahrscheinlich auch nicht viel, weil jetzt haben wir noch Mais, den wir über haben. Da habe ich jetzt noch nicht mal was zusätzlich über. Dann bauen wir da. Geht das überhaupt? Sonnenblumen da reinhauen? Ja, komm. So. Bauen. Ja, die Müdigkeit ist natürlich jetzt nicht so super, aber ist okay. Ja. Alles in Ordnung. Dann gehen wir schlafen. Dann werden wir das beim nächsten Mal fertig bauen. Und dann das Raketensilo bauen. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwas Neues bringt. So. Ja, ein bisschen Zeit hier haben wir auch. Jetzt haben wir auch nicht mehr diese Stromknappheit. Ja, dann müssen wir beim nächsten Mal weitersehen. Dann wird es sicherlich wieder etwas spannender. Ich hätte ja gehofft, dass wir jetzt in die Wüste fahren können. Aber dem war nicht so. Da habe ich wohl das irgendwie mit dem Sprit verplant. Vielleicht, dass ich das beim letzten Mal dann doch mit dem Sprit so, dass ich das alles verbraucht hatte. Aber ich habe das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Aber ist halt so. Guck mal halt jetzt erstmal wieder weiter, dass wir Sprit sammeln, bevor wir dann das nächste Mal dann irgendwann in die Wüste fahren. Und ja, ich gehe aber schon fast davon aus, dass wenn wir das mit der Rakete weitermachen, dass wir irgendwas mit Elektroteilen freischalten. Und wahrscheinlich hätte ich das mit dem Raketensilo schon viel früher machen sollen. Aber gut, nachher ist man immer klüger. Das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem Raketensilo. Und ja, neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.